Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shovel Knight Plague of Shadows. Im letzten Part waren wir im Dorf unterwegs, aber da wurden wir nicht wirklich reingelassen, weil wir Plague Knight sind und wir durften da nicht rein, aus irgendwelchen fiesen Gründen. Aber nicht so schlimm, denn wir haben herausgefunden, dass Plague Knight unter dem Dorf einfach sein geheimes Labor angelegt hat und dort durften wir dann schon einige weitere Upgrades kaufen, die wir uns dann eben schon geholt haben. Wir zerstören mal wieder den Checkpoint übrigens auf jeden Fall natürlich. Und wir waren dann auch schon hier in King Knights Level ein bisschen unterwegs und das wollen wir jetzt in diesem Part abschließen, weil wir nämlich da schon relativ am Ende eigentlich sind. Jetzt erstmal noch... Ja, shit. Ja. Weil wir da schon relativ am Ende sind. Aber wenn ich sterbe, dann verliere ich übrigens meine ganzen Lebenscontainer oder wie auch immer man das nennen mag. Naja. Okay. Ja, und ne, wieder mal, ich muss das echt immer noch lernen. Selbst wenn man meint, dass es eigentlich einfach ist, und vor allem auch hier das Level von Kingard ist ja echt nicht so schwierig eigentlich. Es kann trotzdem einfach immer jederzeit so viel Blödsinn passieren. Also ich werde es in Zukunft jetzt echt im letzten Play nicht mehr machen, die Checkpoints zu zerstören, weil, ne? Hinter jeder Ecke lauert theoretisch eine Gefahr, selbst wenn es eigentlich keine so große darstellt. Ja, ne? Das war jetzt natürlich sehr skillig. Gleich am Anfang des Parts direkt mal zu sterben bei diesem blöden... Aber diese Gegnerart habe ich auch noch nie gemocht, ne? Ich wusste immer nie, wo ich da sicher bin im ersten Moment. Und dann diese blöde Schlucht. Ich habe noch versucht, mich zu retten, aber habe es nicht mehr wirklich geschafft. Und ja, das ist halt immer das Fiese, wenn halt direkt neben einer Schlucht... Ja, komm. Weil direkt neben einer Schlucht ein Gegner platziert ist, der einen dann da leicht nach unten schubsen kann. Das ist halt immer sehr fies. Ja, ne? Tut mir jetzt leid. Tut mir sehr leid sogar, aber müssen wir jetzt halt nochmal kurz durch. Ich werde es aber nicht schneiden oder so, weil das so lang dauert der Weg nicht, weil wir die ganzen Secrets nicht mehr erkunden müssen. Das haben wir ja schon gemacht. Wir können also einfach hier ein bisschen durchrushen durch das Level jetzt noch. Bis wir wieder an der Stelle sind und dann werde ich da jetzt dann gleich ein bisschen besser aufpassen. Mann ey, das ärgert mich. Aber wir haben gerade sehen können, dass auf jeden Fall auch Plague Knight wieder solche Münz- oder Goldbeutel halt fallen lässt, wenn er gestorben ist, die er dann danach halt wieder aufsammeln kann. Das war übrigens knapp. Ähnlich wie auch schon Shovel Knight. Das war ja auch schon bei Shovel Knight eine ziemlich coole Mechanik eigentlich, finde ich. Dass man durch einen Tod jetzt gar nicht mehr so wirklich bestraft wird, man muss da halt ein bisschen was wieder neu spielen natürlich. Und man verliert auch ein bisschen Gold, man kann das Gold aber wieder einsammeln. Wenn ich jetzt aber auf dem Weg dorthin ein weiteres Mal sterben sollte, dann ist halt das Gold für immer weg und ich kann es halt nicht mehr wiederbekommen, dass ich da verloren habe. Aber solange ich mich jetzt da am Riemen reiße und da jetzt nicht nochmal dann so blöd verkacke, kann ich das Gold wiederbekommen. So. Ich glaube hier ganz links war ich safe, ne? Ja, so jetzt vorsichtig. Am besten angucken, wo ich dann wieder safe bin. Und zwar hier, ja, ich habe den Punkt gefunden. So, okay. Ich lasse erstmal den einen Sack hier noch übrig, werde ihn dann gleich holen. So. Okay, nochmal hier hin. Und dann einfach gleich den abwerfen. Ich habe jetzt aber was ganz Schönes, die perfekte Waffe gegen den, nämlich die Dinger hier. Da wären jetzt die anderen Bomben nicht so ideal. Da sind jetzt halt die wirklich perfekt, weil der kann mich da gar nicht wirklich treffen. Aber ich ihn sehr schön, deswegen das ist da für den Gegner auf jeden Fall eine gute Waffe. Okay. So. ja, ne, ich lasse den Checkpoint jetzt. Obwohl, andererseits, ich würde ganz gerne ein Level eigentlich schaffen ohne Checkpoints, weil dafür gibt es doch, glaube ich, auch schon ein Achievement, ne? Ja, komm. Wieder mal widerspreche ich völlig dem, was ich eigentlich gerade eben vor wenigen Sekunden gesagt habe. Das ist jetzt aber nur hier noch in dem Level von King Knight so. In allen weiteren Leveln werde ich jetzt, glaube ich, wirklich alle Checkpoints immer aktiviert lassen und nicht zerstören, weil mir es einfach dann zu blöd wird. Aber hier, das ist immer noch King Knights Level, ne? Dass ich auch gerade eben gestorben bin, war einfach lächerlich. Sag mal ganz ehrlich, also das wird schon passen, ne? Vertraut mir. Ihr könnt mir vertrauen, Leute. Vielleicht. So irgendwie. Ach man, ne. So. Dann dieser Bonusraum hier, den kennen wir auch schon. Aus Shovel Knight, den gab es da auch schon. Da hat erstmal dann die beiden, die unten dabei verprügeln. So. Bam. Nice. Und bam. Sehr cool. Aber jetzt ist leider meine Magie ausgegangen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Okay, ich habe jetzt auch schon ein paar Leben tatsächlich verloren. Aber ich habe ja immer noch fünf von diesen komischen Tränken, wo ich gerade den Namen vergessen habe. Also dürfte schon noch passen. Ich werde dann, glaube ich, auch sogar gleich vielleicht einen benutzen. Kann ich eigentlich mal schnell machen. Ja, ich benutze mal hier, ich benutze mal zwei Stück, würde ich sagen, genau. Und ich habe jetzt eben, jedes Mal, wenn ich einen eingesetzt habe, habe ich auch einen Lebenspunkt wieder hinzubekommen. Ich habe jetzt also dann wieder vier Stück, genau. Aber ich habe eben noch zwei weitere, die ich dann auffüllen kann, wenn ich halt hier irgendwo Nahrung finden sollte, was echt ganz schön ist. Okay. Eventuell ist ja hier in der Truhe auch ein bisschen Nahrung mit dabei, neben dem ganzen Gold, das wir da hoffentlich finden werden. So. Keine Nahrung, aber ein bisschen Gold, wie gesagt, ist auch nicht verkehrt, würde ich mal meinen. So, und den Block will ich auch noch zerstören, denn wir haben ja schon gelernt, dass auch in Blöcken oder Unterblöcken halt da auch diese Schiffrenmünzen sein könnten. Die können also wirklich, ja, die können also hier wirklich überall sein. Und da ich natürlich alle mitnehmen will, wir spielen 100% logischerweise, da ich alle mitnehmen will, immer schon alles überprüfen. Das ist ganz klar. Aber wenn wir annehmen, dass es hier auch wieder 30 Stück gibt, wie auch schon im ersten Level, dann haben wir ja schon gleich alle. Ich hoffe wirklich, dass wir alle hier... Oh Gott. Dass wir alle hier entdecken werden. Ja genau, ich muss auch dran denken, dass ich meinen Fall ja auch, ja quasi mit Absicht wieder etwas
schneller machen kann. Ich kann mich jetzt nicht gut ausdrücken. Dass ich halt bewirken kann, dass ich nicht so langsam nach unten gleite, sondern auch schnell nach unten falle. Indem ich eben auf dem Steuer kurz nach unten drücke. Muss ich auch dran denken, nämlich so dann. Genau, okay. So, zack. Okay. Gut. Es kann auch mal sein, dass vielleicht hinter so einem Vorhang mal so eine Münze ist. Weil da ist ja auch häufig Gold dahinter. Das wäre aber ein bisschen fies, finde ich, wenn man die dann extra noch suchen muss. Und, dann die halt hinter so einem Vorhang ist. Also wie gesagt, Gold ist da dahinter. Das war... Ja, shit, ey. Ja, das war jetzt schlecht. Das war bei Shovel halt schon genauso und auch hier bei Plague Knight ist mir das schon aufgefallen, dass da hinter einigen von diesen Vorhängen da eben Gold sein kann. Aber wenn da wirklich eine von den Münzen ist, das wäre schon fies, oder? Finde ich irgendwie schon. Ich hoffe deswegen mal nicht. Aber ich will mal trotzdem bis immer dann trotzdem halbwegs gründlich untersuchen. So. Bam. Okay, ja, das ist ganz cool. Dass durch die Explosion der jetzt trotzdem noch getroffen wurde, der Kollege gerade eben. Und, bam, ja, das ist echt cool. Selbst wenn ich über ihn drüber werfe, ich will aber die Sachen schon haben, ne? Selbst wenn ich über ihn drüber werfe, kann ich ihn trotzdem damit dann noch erwischen. Das ist echt witzig. Okay. Und da oben ist übrigens eine weitere, sehe ich gerade, die ich mir auf jeden Fall holen will. So, ja, ich muss schon aufladen. Okay, zack, sehr schön. Und auch hinter dem Vorhang will ich noch kurz gucken, hinter dem linken. Da ist aber, ja, da war noch ein bisschen Gold, aber keine Münze. Aber trotzdem Gold zeige ich auch nicht nein dazu, auf jeden Fall. Und den lasse ich jetzt aber sogar mal, weil der nächste Abschnitt ja nämlich gar nicht mal so mega einfach ist, mit diesen komischen Plattformen da. Da habe ich sogar damals bei Shovel Knight schon ein paar Probleme gehabt und deswegen, ich lasse den auf jeden Fall mal. So, da ist eine weitere Musiknote, die ich lieb gerne mitnehmen wollen würde. Dürfte dann auch schon die letzte aus dem Level sein, weil eine, ach du Scheiße, weil eine weitere haben wir ja schon mitgenommen und das dann eben die zweite, deswegen, das dürfte dann alles passen. Ja, es ist gar nicht mal so einfach, die zu besiegen, weil ich halt meine blöden Wurfbomben hier habe, okay, aber das ist schon besiegt, meine blöden Wurfbomben hier habe, die halt echt nicht so toll sind eigentlich, weil ich die halt so in einem Bogen nach oben werfe, aber ich will die halt trotzdem mal im kompletten Level noch belassen, aber im nächsten Level werde ich dann auswechseln oder halt eventuell wieder eine ganz andere nehmen. Ich glaube, ich werde schon nach dem Level wieder kurz ins Dorf gucken und schauen, was wir dann da dann für Upgrades und so holen können. Und dann werde ich da was ganz anderes nehmen, hoffentlich was Besseres, weil diese Bomben mag ich nämlich echt nicht wirklich gerne, aber wir lassen es mal jetzt noch so. So, hier die Bücher, aber braucht er überhaupt die Bücher eigentlich noch nicht, oder ich komme doch hier auch so nach oben, ohne die Plattform. Komm ich ja. Das ist echt witzig, okay. Also die braucht er gar nicht wirklich, der gute Plague Knight, aber na gut. So, dann hier mal wieder nach einen nach unten jagen und einen weiteren Trank, nehme ich gerne mit, ich habe ja jetzt gar nicht voll gehabt, deswegen das ist ganz gut. Ja, aufpassen. Aufpassen, aufpassen. Können eigentlich auch Gegner Münzen haben? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich denke mal jetzt eher weniger. Das wäre ein bisschen fies, wenn dem so wäre, aber ich glaube es mal jetzt eher weniger. So, hier ist aber eine weitere. Okay. Anziehst mal hier bei diesem Buch haben sie jetzt eine extra Plattform unten dazu gemacht. Das war nicht bei Shovel Knight nicht so. Bei Shovel Knight war hier unter dem Buch keine Plattform. Das war nämlich auch für Shovel Knight kein Problem, weil er... Wieder ein Trank. Habe ich aber nicht bekommen, egal. Weil er ja darauf einfach bouncen konnte. Plague Knight kann es aber nicht, deswegen haben sie hier noch eine Plattform hinzugemacht. Das ist echt ganz witzig. So, okay, jetzt mal rüber. Okay. Und, ja, ich habe eine verpasst, die ich noch haben will, auf jeden Fall. Aber die kriegen wir noch. Ist nicht ganz einfach, aber schaffen wir schon. Shit, ey. Das wäre mal so einfach. Fuck. Ja, ich will die jetzt schon noch haben, ne? Das ist ja wohl klar. Wartet. Jetzt aber. Moment. Okay, gut. So, wir haben 60. Dürften also dann hoffentlich jetzt alle gewesen sein. Weitere Tränke und weitere Nahrung auch, okay. Aber ich bin eh voll geheilt. Ist dann ein weiterer Trank sogar hier irgendwo zu finden dann gleich? Wenn ja, wäre ich sogar dann noch ein... Ja, ist sogar. Dann werde ich mal wieder... nee, falsch. Dann werde ich wieder zwei einsetzen, würde ich sagen. Okay. So, warum denn nicht? Und hier finden wir noch mehr Nahrung, aber ich bin eh schon, wie gesagt, voll. Das passt also. Ja, und wie gesagt, wir dürfen dann, glaube ich, wieder auch hier in dem Level alle Münzen gefunden haben, weil ich mal denke, dass es konstant ist, dass ich in jedem Level 30 genau finden kann, was ich auch schön finde. Nee. So viel dazu. Ja, obwohl, man muss aber auch zugeben, wir haben ja im Dorf, glaube ich, auch eine gefunden, ne? Stimmt natürlich. Ja, das ist richtig. Okay. Nee, dann passt aber trotzdem, weil im Dorf haben wir, glaube ich, eine gefunden. Und hier haben wir dann eben jetzt schon 30 insgesamt gefunden in dem Level. Doch, dürfte schon trotzdem passen. Okay. Das finde ich aber, wie gesagt, ganz schön, wenn sowas konstant ist und nicht durcheinander. Weil man sich dann eben da viel besser daran orientieren kann. Okay. Dann der Kampf gegen King Knight. Plague Knight, du hinterhältiger Halunke, heißer Hochofen. Was? Na, hast du Spaß in deinem kleinen Königreich? Ach, dieser luxuriöse Lebenswandel liegt mir einfach im Blut. Du Bauer, die glimmernde Grazie genießen. So viele Alliterationen. Wie ein wahrer Monarch. Und als Gestalt gewordene Opulenz verlange ich Tribut. Her mit der Essenz. Ich denke, diese hübsche Krone, da werde ich auch an mich nehmen. Oh Mann, ey, so ein Quatsch, ey. So,
Naja, Hilfe. Na toll, da haben wir getroffen worden von ihm. Also eigentlich ist ja King Knight wirklich überhaupt kein... Na shit, ey. Wirklich überhaupt kein starker Ritter. Was zum Teufel? Überhaupt kein starker Ritter vom Orden ohne Gnade. Ja, was mache ich eigentlich alles? Bin aber ziemlich schlecht irgendwie. Aber eigentlich kann... Was zum... Eigentlich kann er nicht wirklich viel. Na, es sind auch dieselben Attacken. Also sein Bewegungsmuster hat sich nicht geändert. Aber meine blöden Bomben sind halt echt nicht gut gegen den wieder mal. Da wären die anderen viel, viel besser, die ich einfach zu Boden werfe. Aber ich will es so schaffen. Auch als kleine Challenge quasi. Aber wir kriegen schon hin, ne? So ist nicht. Aber trotzdem, ich mache mir das Leben etwas schwieriger, als es vielleicht eigentlich wäre. Aber ich muss auch dran denken, dass ich echt häufiger meine coolen Relikte hier raushauen, wenn man die Relikte noch nennen kann, raushauen sollte, weil ich halt unendlich viele von denen diesmal habe, was ganz cool ist. Obwohl ich muss ja aufpassen, dass ich nicht zu viele hintereinander raushaue, weil ich halt die Magie da ein bisschen begrenzt habe. Aber theoretisch habe ich unendlich viele und das ist schon ganz cool, würde ich sagen. So, noch einen Schlag brauche ich. Mit der Megabombe am besten. Bam! Oh. Ach du Scheiße. Okay, coole neue Animation. Und das ist eine von den Essenzen offenbar. Okay. Ah, wir landen direkt wieder hier. Ah, das ist schön. Okay. Ja, übrigens, wir schaffen das komplette Level von Spectre Knight wahrscheinlich heute doch nicht mehr, weil doch noch ziemlich viel fehlte von King Knight Stage, aber ist schon in Ordnung. Lass die Essenz in meinen Dynamo-Dekanter hier fallen. Essenzen sind flüchtig, doch durch meine bahnbrechende Erfindung werden sie stabilisiert. Sobald die Essenzen alle zusammen destilliert sind, sollten wir, wenn meine Berechnungen stimmen, den ultimativen Trank erschaffen können. Die Essenz von King Knight gehört uns. Und ich habe herausgekriegt, dass seine Krone gar nicht aus Gold ist. Wusste ich's doch. Was für ein Hochstapler. Na kommen wir dann mal zum geschäftlichen Teil. Also, woran arbeiten wir? Ja, ins Labor bitte. So, wir haben 40 Stück. So, ja los. Ja, das wird reichen. Okay, dann schauen wir mal, ob meine Hypothesen so richtig waren. So, was können wir jetzt damit machen? Ich bin gespannt. Okay, zieh dir mal dein neues Arsenal rein. Tja. Ach, dann kann ich einfach mehr Sachen freischalten. Okay. Alles klar. Das ist ja ganz schön. Okay. Wir müssen jetzt gucken, wie ich jetzt mein Geld hier am besten anlege, was sich am besten anhört. Wir haben ja einmal die Schwebehülse. Schwebt nach oben, sobald sie geworfen wird. Okay, wieder mal Sachen, die nach oben schweben. Das ist eigentlich nicht so gut, finde ich. Weil die meisten Gegner halt am Boden laufen. Es gibt zwar auch fliegende Gegner einige, aber die meisten Gegner laufen am Boden entlang. Deswegen ist sowas eigentlich gar nicht mal so gut. So, erzeugt Flammen, die Wände hochkriechen. Maximal zwei Bomben. Was heißt denn das eigentlich? Keine Ahnung. Komponentenpulver. Das ist einfach nicht mal reingepasst. Mehr Bomben ist gleich mehr Wirkung. Maximal drei Bomben. Verstehe ich nicht ganz. Ehrlich gesagt. Aber gut, ich kaufe mir einfach mal... Sag mal, das hier, das hört sich aber ganz cool an. Mehr Bomben ist mehr Wirkung. Was heißt denn maximal drei Bomben? Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir aber einfach mal. Ich weiß nicht, was es kann, aber warum nicht? So, mehr Bomben, mehr Wirkung. Toll, tolle Beschreibung. dann haben wir hier noch eben den Schneckenzünder. Den Blitzzünder detoniert fast unmittelbar nach dem Werfen. Und der Wächterzünder schwebt an Ort und Stelle und sucht sich dann ein Ziel. Das hört sich doch auch cool an. Nehmen wir mal das hier noch. Wir nehmen erstmal die allerbesten Sachen, das Feinste vom Feinsten. Ja. Und dann das hier. Feuert bei der Zündung einen Energiestoß vor dir ab. Das hört sich auch cool an. Nehmen wir das auch noch gleich. Habe ich zwar kein Geld mehr danach. Ja, oder? Ne, ich mache erstmal nein. Ich will erstmal gucken, was die anderen noch haben. Aber ich werde mir dann das gleiche eventuell doch einfach holen. So, da haben wir nichts Neues. Ja. Nehmen wir wieder die normale übrigens. So, hier haben wir jetzt Komponentenpulver. Was auch immer das dann gleich kann. Probieren wir es gleich mal aus. What the fuck? Hä, was? Okay, wenn ich... Hä? Ich muss mehrere Bomben ineinander bringen. Und dann kann ich da tolle Sachen machen. Okay, das heißt maximal drei Bomben. Wenn ich alle drei Bomben... Ach du Scheiße. Wenn ich alle drei Bomben an denselben Ort versammle, kann ich hier so eine tolle Mega-Attacke machen. Und das muss aber relativ zeitnah geschehen. Okay, das sieht ja witzig aus. Alles klar. Und dann haben wir hier noch den Standardzünder oder hier halt hier den Wächterzünder. Schwebt an Ort und Stelle und sucht sich dann ein Ziel. What the fuck? Geht das jetzt hier überhaupt so? Okay, irgendwann explodieren die auch automatisch. Aber ansonsten haben die halt eine... Der kann auch auf mich gehen, oder wie?
Ansonsten haben die halt eine Zielsuchfunktion. Okay. Das würde jetzt dann sehr witzig werden, glaube ich, beim nächsten Mal. das alles auszuprobieren. Aber na gut. So, was war jetzt nochmal mit denen allen? Ich habe schon wieder vergessen. Was konntest du nochmal? Ich sehe dein Werk. Ja, das Glück ist dir hold. Ich habe schon so lange gespielt und so viel Gold bekommen. Okay, das ist einfach der, der einem random Sachen sagt. Im Kampf warst du zweimal unterlegen. Also passt gut. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich bin doch erst einmal gestorben, oder? Spinne ich jetzt? Ich weiß gar nicht mehr. Und 11 Tonika hast du geäxt für deinen Triumph. Mit dem allerliebsten Grüßen, deine Oma Sumpf. Okay. Was zum, weißt du, wer das sein soll? Ist sicher eine Hexe. Ah ja, okay. Also hier random Informationen. Hier kann ich mir eben Magie upgraden, wenn ich will. Für 3000 kann ich das dann erhöhen. Das wäre schon auch nicht schlecht, aber lassen wir erstmal, würde ich sagen. Und bei dir kann ich mit den Musiknoten halt was machen. Und halt Gold dafür bekommen. Ja. Und der... Ja, ja. Ist okay. Ja, aber ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Ehrlich gesagt. hier ist jetzt ein neues hinzugekommen. Gruselig... Was? Gruselig Lied, aber auch Abenteuer. Ja, schön. Das sind ja auch alles keine neuen Soundtracks hier. Bin irgendwie verwirrt. Das habe ich auch immer noch nicht ganz verstanden. Aber, na gut. So, ich will mir dann noch dieses eine Explosions-Upgrade auch kaufen, dass wir uns wieder komplett anders spielen lassen hier mit Plague Knight. Wird auch wieder dann ungewohnt, aber gut. Aber wie viel brauchst du eigentlich fürs nächste? 60 beim nächsten Mal. Okay, alles klar. Nee, passt. So, dann ist der Shop. Nee, nicht das Kaufen, sondern... Ah, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Gold bekommen. Genau, sondern dann das hier, die Kugel-Explosion. Ja. So. Feuert bei der Zündung einen Energiestoß vor dir ab. So, das sieht dann... Moment. Erstmal ausrüsten. So. Sieht dann folgendermaßen aus. Bam. Okay. Und ich gleite aber nicht mehr langsam. Oh Gott, das wird jetzt wieder so kompliziert werden, weil ich meine... Jetzt spielt sich ja wirklich Plague Knight wieder komplett anders als davor. Ist ja schlimm. Jetzt habe ich hier... Ich habe jetzt so viele neue Moves hier bekommen. Einerseits diese Zielsuchdinger, dann die Tatsache, dass wenn ich die kombiniere, dass dann so eine Mega-Explosion kommt und wenn ich auflade, mache ich auch noch eine Schussattacke nach vorne. Das wird wieder ultra kompliziert werden, das alles zu lernen. Diese ganzen neuen Moves. Aber gut. So, wir können, ja genau, wir können auch mal kurz jetzt zum Abfischteich eigentlich gehen. Oder das random Level machen. Kann man auch machen. So, hi. Dann können wir vielleicht sogar heute die Stage von Spectre halt gar nicht mehr betreten. Das habe ich auch nicht erwartet. Aber können wir eventuell sogar echt nicht mehr. Naja, mal gucken. So. Gibt es hier auch Münzen? Ich denke mal nicht, oder? Ich glaube, das ist ja nur so ein Bonus-Level. Ich denke mal nicht. Aber ja, ich darf die jetzt auch daneben werfen, so ein bisschen. Und die zielen dann eben immer noch. Also wirklich hoch ist die Reichweite nicht unbedingt. Aber sie können theoretisch zielen auf jeden Fall, was ja ganz cool ist. Und du nervst mich übrigens ziemlich hart. Komm mal runter. Bam. Sehr schön. Schön abgeballert. Ohne ist der Schlucht ist wahrscheinlich nichts, oder? Ich denke mal nicht. So. Hui. Das ist interessant, dass meine eigenen Bomben auch auf Plague Knight selbst auch zielen können. Das finde ich irgendwie komisch, aber gut. So. Zack. Zack und zack. Ja, kann man auf jeden Fall schon sehr abgehen. Es ist zwar jetzt nochmal etwas chaotischer geworden, als es eh schon davor auch war. Aber, ne, warum denn nicht? So. Bam, 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 bam. Ja. Aber cool ist es trotzdem auf jeden Fall. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, mit Plague Knight hier abzugehen und einfach alles explodieren zu lassen. Das ist schon cool. Das ist richtig. So, dann gehen wir mal zum Abfischteich. Okay, was jetzt hier? Hier ist definitiv nichts, Chef. Ich habe alles gründlich durchsucht. Sollen wir dann weiter? In Shovel Knight durfte man ja nach unten fallen. Das galt nicht als tot. Oder galt es als tot? Obwohl, vielleicht sogar doch. Aber ich meine, ich kann eigentlich keine Nachteile haben. Vielleicht verliere ich ein bisschen Gold. Aber ich mach's mal. Hui. Nee, ich verliere kein Gold, genau. Ja. Aber ich verliere mal den Bonusdinger, oder? Alles klar bei dir? Ich weiß, dass bei dir nicht anfassen oberstes Gebot ist, aber ich musste dich einfach retten. Bitte jag mich nicht in die Luft. Ja, ich habe meine Dinger verloren. Aber hier ist einfach wirklich gar nichts. Okay. Ich jag dich aber trotzdem in die Luft. Ja, ich habe aber nicht getroffen, aber dann so. Bam. Okay, nee, passt aber. Alles klar. Sollen wir uns das Bonuslevel dann vielleicht machen? Der Wald des Angelns. Machen wir mal noch. So, das ist jetzt wahrscheinlich komplett neu sogar, das Level, würde ich fast vermuten. Kann ich dann eigentlich mit meiner Explosion immer noch auch Gegner einen Schaden machen, die direkt bei mir sind? Wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ich habe jetzt, glaube ich, nur noch die Schussattacke nach vorne. Aber okay. So, das muss ich betätigen. Und dann komme ich hier durch. Aber das geht auf Zeit, oder? Das geht wieder zurück, wahrscheinlich. Oder auch nicht. Nee, es bleibt für immer so. Okay. Auch gut. Du bist ja kein Gegner, ne? Du bist ein Charakter, genau.
Wow, in diesen Gruben sind ja einige Chiffrenmünzen. Aber da geht's ziemlich tief runter. Wenn wir uns die nur angeln könnten. Ja, das können wir. Da, ja, halt. Ich habe zwar nicht wirklich eine Angel, aber geh mal weg. Ich kann die aber auch töten, echt jetzt. Aber damit kann ich es mir angeln. Yay. Und die, na, okay, die können aber auch wieder nach unten fallen, diese Münzen. Das ist ja fies, okay. Also in diesen random Bonus-Leveln, wo Gegner einfach auf der Karte auftauchen, da können, glaube ich, keine Chiffrenmünzen sein. Aber hier offenbar schon in diesen Leveln. Ah, der macht mir das auf. Okay, alles klar. Das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Hier jetzt mit diesem Relikt etwas weiter rumzuspielen. Denn ich meine, dieses Relikt, diesen Bombenfisch, den gab es zwar in Shovel Knight eben auch schon. Aber es gab, glaube ich, kein eigenes Bonus-Level für den, sage ich jetzt mal, wo man dann seine Mechaniken noch etwas mehr austesten konnte. Es gab zum Beispiel für den Dolchstoß so ein Bonus-Level oder auch für diesen Unsichtbarkeits-Cape, ich weiß nämlich nicht mehr die Namen. Dafür gab es Bonus-Level, wo man die dann weiter austesten konnte. Ja, shit. Muss aufpassen. Und die dann weiter austesten konnte. Das ist kompliziert, der Aufbau hier. Hier ist übrigens auch was. Aber halt nicht für diesen Bombenfischer, deswegen ist das ganz cool. So, da ist ein weiteres Schiff drin, Münzen will ich haben. Okay. Ich will, glaube ich, erstmal eigentlich da nach oben mal kurz gehen. Ich muss mal ein bisschen sicherer spielen, weil diese Blöcke da, die explodieren, ja. Ja, gehen wir da zurück. So. Ich will erstmal den Kollegen töten. Das mache ich am besten so. Zack. Und nochmal. Und zack. Okay, der ist schon besiegt. Sehr gut. So. Jetzt werfen wir halt einfach mal nach unten. Und zwar hier so. Ja. Ich will aber diese mittlere Plattform da nicht kaputt machen, weil nämlich ansonsten dieser Totenschädel da nach unten kommt und dann wird die Plattform hier nämlich absinken, wenn da zwei Leute drauf sind. Und dann ist es schlecht. Zählt der Bombenfisch eigentlich auch dazu? Nein, okay. Der darf hier drauf sein. Ach du Scheiße. Okay, ich habe sie bekommen. Oder ich weiß nicht genau, können die jetzt wieder verschwinden? Die Chiffrenmünzen? Ja, können sie. Aber okay, ich kann sie wieder bekommen. Okay, ich habe unendlich viele Versuche. Alles klar. Ist ja ganz gut. Ich dachte schon, ich hätte es beschissen. So, ich will es mal kurz austesten, aber es dürfte normalerweise so sein. Genau, muss ich dann aufpassen. Okay, alles klar. Puh. So, und da unten sind dann weitere, die ich bekommen kann. Hier sind auch viele Magiekrüge. Ja, wie komme ich denn dann an die Münzen ran? Ich habe schon verstanden, wie ich die nach oben bringen kann, aber wie komme ich denn dann überhaupt an die ran? Weiß ich nicht. So. Okay, die kommen einfach hoch genug, alles klar. So, dasselbe dann gleich nochmal auf der anderen Seite. Nämlich jetzt. Perfekt, sehr gut. Und her damit. Yay, sehr schön. Cool auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall wieder mal sehr viel Spaß. Definitiv, wie eigentlich immer. So, und da unten ist so ein harten Gegner. Aber ich kann ja von hier oben auch aus einfach abballern. Die können. Ja, was zum Teufel? Wir können ja auch mal ein bisschen zielen jetzt, ne? Zielt mal. Ja, genau, sehr schön. Einfach nach unten irgendwie werfen und dann auf ihn zielen. Ja, sehr gut. Okay. Ja, jetzt treffe ich aber nicht mehr, leider. Und die ist ein bisschen zu weit weg. Die zielt leider nicht auf ihn. Was ärgerlich ist. Du bist ein bisschen zu nah an der Wand dran. Kannst du mal ein bisschen weiter. Ach, ein bisschen weiter wieder weggehen, vielleicht, Kollege. Geh mal ein bisschen mehr hier so hin. Oh, du nervst mich zu Tode gerade, weißt du das eigentlich? Kannst du mal jetzt ein bisschen. Ich hasse dich. Ganz ehrlich, kannst du mal ein bisschen weiter da weggehen? Das wäre wieder ein Treffer gewesen, aber jetzt sein Schild hochgehalten. Okay, das war ein Treffer. Alter, ich könnte auch einfach nach unten gehen und irgendwas anderes machen. Aber was ich auch machen kann. Genau, ich kann auch mal sowas hier machen übrigens. Warte mal. Bam! Genau. Okay, ja, ich muss häufiger dran denken, dass ich auch noch dieses coole Relikt habe, das ich einsetzen kann. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die Dinger wirklich, ob die Relikte heißen. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich heißen die ja Arcana, weil hier kann ich die ja auswählen. Oder? Das sind die, genau. Eigentlich heißen die Arcana. Weil ich mir das jetzt aber angewöhnen kann, zu den Dingern Arcana zu sagen. Ich glaube, ich werde einfach bei Relikten bleiben, dann weiß jeder, was gemeint ist. Ehrlich gesagt, so hier so eine weitere. Die muss ich mir aber von. Das war knapp übrigens, von hier aus holen. Von der Luft aus? Ach du Scheiße, von der Luft aus muss ich mir die holen. Oh Gott. Okay. Oh nee, das war ein Fehler. Oh Gott, ich hab's irgendwie rüber geschafft. Ach du Scheiße, okay. Also wenn ich meine Aufladeexplosion nicht habe, dann kommt Plague Knight nicht wirklich weit. Ich meine, ich kann zwar in der Luft noch ein bisschen was hier explodieren lassen, und dann damit schon noch ein bisschen auf jeden Fall an Weite gewinnen, an Höhe nicht mehr wirklich, aber an Weite kann ich noch ein bisschen gewinnen. Aber nicht wirklich viel. Da muss ich also schon wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist klar. Okay. So, da ist eine weitere. Soll ich wieder aufladen? Oh Gott. Okay, sehr schön. So, aber da stürzt er nicht ab, ne? Genau. Erst wenn dann der rechte Typ auch da drauf ist. Wie komme ich jetzt eigentlich hier vorbei? Achso, ich muss die Plattform. Ach, okay, ich muss die Plattform absenken, weil ich nämlich ansonsten nicht vorbeikomme. Okay, verstanden. So, zack. Sehr gut.
und aufpassen, aber nicht zerquetschen lassen auch. Okay. Und nach oben. Sehr gut. Puh, klappt doch bisher noch alles. Und hier schick mal einen rein. Und der macht mir jetzt eine Brücke, okay. Bisschen weiter vielleicht? Ja, noch ein bisschen weiter. Okay. Ja. Sehr gut. Und hier ist offenbar das Ende. Yay! Auch schon kein einfaches Level, aber hat mir gefallen auf jeden Fall. Und hier geht's nach unten, oder? Ich denke mal. Aber es ist immer noch nicht echt jetzt. Es geht so lange, das Level. Wow, ist ja nicht schlecht. Und du nervst mich schon wieder zu Tode, Kollege. Ja, ich besieg dich jetzt auch mal dann mit dem Bombenfisch, weil das soll man, glaube ich, auch so machen eigentlich. So, bam. Nochmal. Bam, sehr gut. Und ich warte kurz. Jetzt. Nein, er hat mich getroffen. Hey, was wird... Oh Mann, ich hasse dich. Blöder Idiot. Aber jetzt ist er unten gefangen, weil da kommt er jetzt nämlich gar nicht weg von da. So, zack. Der dürfte ihn, glaube ich, treffen, wenn er ein bisschen... Ja, nee, nicht ganz. Dann werfen wir hier einen runter. Der trifft jetzt nochmal. Und zack. Wie viele Schläge hält denn der eigentlich aus? Kannst du jetzt mal bitte sterben? Danke. So. Dann ist noch den da unten wieder gleich krallen. So. Okay. Sehr schön. Aber arg lang dürfte das Level eigentlich gar nicht mehr dauern. Ich glaube, wir sind jetzt hier schon ziemlich am Ende. Würde ich mal behaupten. Ja, das sieht nach Ende aus. Da ist eine große Schatzkiste. Und noch... Nein! Weitere Münzen waren da noch auch noch. Ja. Schön, ne? Das schaffe auch nur ich im letzten Raum, wo gar keine Gegner mehr sind, noch zu sterben. Das ist aber auch, wirklich schwierig, sich an die Plague Knight-Mechanik hier zu gewöhnen. Also diesen Explosionssprung, der ist wirklich mega cool. Aber ich habe mich immer noch nicht ganz an den gewöhnt, muss ich ehrlich zugeben. Muss ich wirklich sagen, weil ich hatte jetzt wieder so viel Geschwindigkeit drauf und ich wollte abbremsen. Aber irgendwie, selbst wenn man abbremst, hat man immer noch mega viel Geschwindigkeit drauf und das ist super ungewohnt irgendwie. Und sich daran zu gewöhnen, ist echt total schwer. Sorry deswegen. Aber das Gute ist, dass wir nichts mehr machen müssen. Dass wir einfach jetzt durchrushen können, wieder mal. Kommst mal ein bisschen weiter nach links, bitte. Ja. So. Okay, einfach durch da. Wir haben schon alles eingesammelt. Das ganze Gold und auch die ganzen Schiffrenmünzen, die sind ja auch gespeichert geblieben. Das muss ich halt nochmal neu machen, dieses Rätsel hier. Aber ansonsten können wir einfach jetzt hier dann eben ganz schnell durch das Level. So. Okay, dann hier gleich wieder nach oben. Ja. Nein, jetzt werde ich da fast wieder in die Stacheln rein. Ich sag mal, das ist echt schwierig, ey. Da muss man echt gut aufpassen. So, nochmal. Und passt. Okay. Mann, ey. So, gegen einen muss ich jetzt gleich nochmal kämpfen. Was nervig ist. Ich würde den am liebsten irgendwie leichter besiegen können. Mann, ey. Ja, das tut mir wirklich leid, dass wir jetzt im allerletzten Screen nochmal gestorben sind. Er bewegt sich nicht. Okay. Komm ich halt zu ihm. Ist mir auch recht. Bam. Ja, aber er blockt natürlich alles ab. Aber gleich nicht mehr. Wow, mega Explosion hier. Kabam! Ja, das kann er schon ablocken, ne? Teilweise. Und bam. Kannst du mal sterben, bitte? Danke. Voll die fetten Explosionen hier überall. So, und jetzt mal bitte nicht wieder hier nach unten stürzen. Ja, es ist aber echt nicht einfach, ne? Dieser dumme Explosionssprung, hey. Da muss man echt aufpassen. So. Okay, hier habe ich einen weiteren Behälter bekommen, das jetzt auffüllen können. Sehr schön. Noch ein bisschen mehr Gold. Und eine Musiknote. Sehr gut. Und ich will natürlich das auch wieder haben, das ist ja ganz klar. Hui, okay. Eieieiei, Mensch, Leute. So, ich würde also erstmal sagen, das war's hier für diesen Part von Let's Play Shovel Knight, Plague of Shadows. Beim nächsten Mal wird's dann weitergehen mit dem letzten der ersten drei Level, nämlich der Lichthof hier dann gegen Spectre Knight. Haben wir jetzt eigentlich hier alles bekommen? Ernsthaft, mir fehlt eine? Wirklich? Mann, hier haben wir aber alle. Und da ja auch, genau. Musiknoten haben wir auch, diese eine da, aber eine Münze fehlt mir. Die werden wir nochmal irgendwann suchen müssen. Nicht beim nächsten Mal, erstmal irgendwann später, wenn wir die mal nochmal suchen. Ärgerlich. Aber werden wir dann schon mal finden. Aber beim nächsten Mal, wie gesagt, dann erstmal eben Spectre Knight hier und sein Level. Und mal gucken, wie ich mich dann da anstelle. Also ich finde zwar schon, dass ich schon die Steuerung und das Movement von Plague Knight schon halbwegs gut verinnerlicht habe. Aber es ist trotzdem echt nicht einfach, vor allem mit diesem Explosionssprung zurechtzukommen. Weil das so viel Geschwindigkeit aufbauen kann. Und das Abbremsen einfach fast unmöglich ist. Das ist echt super schwierig, finde ich. Und damit dann zurechtzukommen, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich werde noch häufiger mal einfach so in Schluchten springen, obwohl gar keine Gegner in der Nähe sind. Bin ich schon auf jeden Fall gespannt drauf. Oh Mann, ey. Auf jeden Fall würde ich mich dann auch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.